Industriekultur, alte Tankstellen, historische Schauplätze, Spurensuche im westfälischen Horstmar, eine kleine Stadt in der Nähe von Münster. Wie man das an der hinterlegten Musik schon hört, wir sind früh in den 30er Jahren. Die Landstraße geht durch den Ort, gleich rechts an der Münsterstraße, unser erster Schauplatz, die alte Schmiede Nymphius. Mittagspause oder Aufstellung für den Fotografen? Beschäftigte der Scheune, vielleicht auch Kundschaft, vor der großen Tanksäule im Hintergrund. Die Marke Standard wird vertrieben. Standard ist die Marke der deutsch-amerikanischen Petroleumgesellschaft. Deutsche Kaufleute und der US-Amerikaner Rockefeller haben die Standard Oil gegründet, um das Petroleumgeschäft in Deutschland zu betreiben. 1890 wurde das Mineralölunternehmen gegründet. Und wie man hier an der Einordnung sieht, 1950 ist es dann in der Esso aufgegangen, 1999 Esso Deutschland, was wiederum eine Tochter der US-amerikanischen ExxonMobil ist. Hier mal ein anderes Bild aus gleicher Perspektive. Vermutlich haben wir Sonn- oder Feiertag. Die Herren sind ja gut gekleidet. Die große Pumpe im Hintergrund ist schon ein anderes Baumuster im Vergleich zu Bild 1. Auf beiden Bildern sind die Pumpen aber typische Vertreter der 30er. Die Pumpen wurden mit ca. 2,50 Meter Höhe auch als sogenannte Big Ben bezeichnet. Und schon sind wir bei Schauplatz 2. Wir kommen jetzt die Münsterstraße herunter, vom Rathaus kommend. In der unmittelbaren Nachbarschaft zur Schmiede Nymphius wird vor dem Hotel Kriens eine Shell-Pumpe betrieben. Die großen Shell-Pumpen aus der Zeit haben auch einen Spitznamen. Sie werden als sogenannte eiserne Jungfrauen bezeichnet. Neben dieser großen Säule ist auch ein Ölkabinett mit zwei Zapfstellen. Und dieses Bild ist ein besonderes Fundstück. Die Tankstelle wird beliefert. Der LKW trägt die Kennzeichnung des Deutschen Reiches und das IX auf dem Nummernschild steht für Provinz Westfalen. Dem genauen Betrachter der Bilder fällt auf, die Tanksäule ist vor dem Hause Kriens umgezogen, einige Meter weiter nach rechts. Es müssten jetzt schon wieder einige Jahre vergangen sein. Die Außenwerbung des Hotels hat jetzt eine Leuchtreklame als Ausleger und bei dieser Gelegenheit schauen wir uns die eiserne Jungfrau nochmal genauer an. Die Shell-Pumpe war sehr prächtig. Insbesondere mit dem beleuchteten Globe. An der Spitze war eine Shell-Muschel. Die letzte Anordnung an diesem Ort ist aus dem Jahre 1939. Ist leicht zu datieren, weil es sich hier um eine Postkarte handelt. Wir sind bei Schauplatz 3. Nachkriegszeit, Mitte, Ende der 50er. Familie Anton Seibert betreibt eine Shell-Station an der Koppelstraße, wo wir heute den Kreisverkehr haben. Der DKW-Zweitakter wird mit einer Gemischkanne betankt. Auf dem zweiten Bild sehen wir zusätzlich zur Tankstelle Taxi- und Busunternehmung. Es ist jetzt die Zeit der boomenden Tankstationen. Wir sehen hier schon eine Tankinsel, zwei Tanksäulen und in der Mitte ein Ölschrank. Das Ölkabinett und eine Zweitaktsäule stehen rechts und links der Eingangstür. So, das war's. Damit endet unser historischer Rundgang.